gibt Menschen, die wissen schon ganz früh, dass sie nicht heterosexuell sind. Bei anderen dauert es länger. Beides ist vollkommen in Ordnung. Oft stehen zu Beginn des inneren Coming-outs erst einmal ganz viele Fragen. Ich habe es damals gemerkt, als ich mich in Timo verliebt habe. Boah, war das verwirrend. Ich war sehr unsicher mit meinen eigenen Gefühlen. Tausend Fragen schossen mir durch den Kopf. Irgendwann habe ich mich dann dazu entschlossen, mit jemandem darüber zu reden. Das war mein erstes Coming-out vor meiner besten Freundin. Und dann ging es richtig los. Coming-out vor meinen Eltern. In der Schule habe ich mich nicht getraut, es zu erzählen. Aber dann später im Studium. Zack, Coming-out vorm Seminar. Auf der Arbeit. Nochmal neue Freunde und Freundinnen von mir. Man outet sich nicht einmal im Leben, sondern immer wieder. Manchmal outen dich auch andere. Das ist doof und respektlos. Manchmal behält man es auch einfach für sich. Sich zu outen ist jedenfalls niemals leicht. Und ich war jedes Mal total nervös. Aber ich stehe zu meiner Homosexualität und habe darüber eine wunderbare Community gefunden, die mich versteht, unterstützt und zu mir hält. Immer noch haben viel zu viele Menschen Angst, sich zu ihrer Sexualität zu bekennen. Es ist wichtig, sich für eine offene Gesellschaft einzusetzen. Eine Gesellschaft, die allen Menschen mit ihren unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen Ausrichtungen gleichberechtigt Platz und Entfaltungsmöglichkeiten bietet.